ein großes Jesuswort. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn man sich diese Aufgabe vornimmt, das zu vertonen, Bach kommt auf ein sehr klares, dreiklangbetontes Thema, ruhend in sich selber. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ich möchte gerne eine kleine Singstunde zu Beginn unserer Einführung mit Ihnen durchführen und bitte Sie herzlich, das Singblatt nach vorne zu nehmen. Bei Buchstabe A, die ersten vier Takte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wir wiederholen's. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und weil aller guten Dinge drei sind, mache ich eine kleine Modulation und jetzt kommen sie wieder dann dazu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Fabelhaft, vielversprechend und jetzt geht's ein bisschen schwieriger zu und her. So ihr den Vater etwas bitten werdet. Wollen wir das mal probieren? So ihr den Vater etwas bitten werdet. Grandios, gleich nochmals. So ihr den Vater etwas bieten werdet. Findige Wissenschaftler könnten sagen, ist da nicht O Haupt voll Blut und Wunden drin? Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Drittes Modell, drittes Modul ist Nummer 3 in A. In meinem Namen. Wollen wir das nehmen? In meinem Namen. Gleich nochmals. In meinem Namen. Und in einer gebenden Haltung. So wird er's euch geben. 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 Was man singt, das kann man viel mehr sich merken. Das ist einmal Punkt 1. Aber ich mache es aus anderem Grunde. Ich möchte die hochkomplexe Musik, die ich Ihnen jetzt als Gesamtes einmal vorspielen möchte, nachher etwas erklären. Und dann natürlich an Karl die Frage, weshalb so viel Kontrapunkt auf höchster Ebene in einer solch strahlenden Tonart, der höchsten Kreuztonart, die man verwendet, außer man macht ein wohltemperiertes Klavier, nämlich in E-Dur. Dort zum Beispiel mit dem Violinkonzert. Bim, bam, bim. Auch hier der Dreiklang von unten nach oben und hier wahrlich wahr. Wahrlich, wahrlich, ich sag. Wahrlich, wahrlich, ich sag. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das war dann der Einsatz des Basssängers. Die Vox Christi natürlich, wie wir es kennen, auch vielen Kantaten und Passionen. Die Bassstimme als die Stimme von Jesus selber. Was haben Sie hier gehört am Anfang? Schauen Sie doch einmal bei Bertha die Partitur. Was ich hier hineingeschrieben habe an Text, wird nicht gesungen, sondern nur gespielt. Die Instrumente übernehmen mit dem Singen quasi einen Vokalpart. Es ist wie eine Motette, nämlich die zweite Stimme,
Die zweite Violine mit Oboe verstärkt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Dazu die Viola. In meinem Namen. Und was wir vielleicht denken, sei am Anfang ein. Da, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ein Walking Bass, ein Andante Bass. Nein, es ist, wenn Sie genau schauen, so ihr den Vater etwas bitten werdet. Denken Sie nochmals, Sie haben gesungen, so ihr den Vater etwas bitten werdet. Hier, so ihr den Vater etwas bitten werdet. Und die in meinem Namen, die Bratschen in meinem Namen, in meinem Namen. Die ersten Violinen, wahrlich, wahrlich, ich sage, so hier den Vater. Alle die einzelnen Teile des großen Jesuswortes werden übereinander gelagert, außer so wird er's euch geben. Das wird nie von den Instrumenten gesungen. Das singt nur der Bass. Also hier ist höchste himmlische Theologie, würde ich sagen, eingeflossen. Oder mindestens die Vorstellung Bachs in dieses doch wahrhaft große Jesuswort. Ja, es ist wirklich wahrhaft groß. Passend natürlich zum Sonntag Rogate, betet. Ein Wort, über das der Pfarrer dann zu predigen hatte, ein schwerer Brocken, das der Gemeinde auszulegen. Kann man sich darauf wirklich verlassen? Wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er's euch geben. Da melden sich natürlich Fragen und Zweifel und wenn ich jetzt diese Kantate anschaue, den Text, und es wird Ihnen auch so gehen, staunt man, wie der leider unbekannte Dichter dieser Frage nachgeht. Poetisch sehr schön, einfacher, aber schöner dichterischer Sprache und theologisch sorgfältig geht er diesen fragenden, zweifelnden Gedanken nach. Es beginnt ja bereits in der nächsten Arie dann, dass das gar nicht so einfach ist. Die Rosen, die uns da versprochen werden, haben Dornen und man kann es nicht ohne haben. Und da sind wir schon mittendrin in der ganzen Problematik, wie Bach das dann darstellt. Schauen wir uns doch den Text der Arie für den Altus an. Auf der Seite 5 des Textbüchleins. Ich will doch wohl Rosen brechen, wenn mich gleich die Dornen stechen. Denn ich bin der Zuversicht, dass mein Bitten und mein Flehen Gott gewiss zu Herzen gehen, weil es mir sein Wort verspricht. Natürlich, man überlegt sich, how would I do it? Wie würde ich einen solchen Text vertonen? Ich denke, es müssten einzelne ziemlich scharfe Klänge hineinkommen. Es müssten viele Dissonanzen die Dornen darstellen. Da hätten wir ja verschiedene Möglichkeiten. Sie denken sicher auch an das Gleiche wie ich. Aber auch schöne kleine komplizierte Abläufe in der Melodik und die Rosen, die aufblühen. Und wahrhaft, in der Solovioline hören wir ein aufblühendes Moment, nämlich auch hier wieder ein Dreiklang, dann die überschwängliche Figur und ein Piano. Was macht die Bassgruppe? Jam, pam, 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 pim, pam, 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 pim, pim, pim. Auch hier aufwärtsführende Bogen. Das heißt Optimismus, rauschende Fröhlichkeit. Ich habe es Ihnen aufgeschrieben, Sie finden es bei Buchstabe C, Nummer 2.
nämlich... Dann die Wiederholung. Habe ich nicht aufgeschrieben? Der Altus singt, ich will doch wohl Rosen brechen. Sehr hübsch, dieses Brechen der Rosen. Also das heißt, ich pflücke mir die Rosen, auch wenn ich weiß, dass ich dann die Dornen dann wahrscheinlich in den Fingern habe. Ich will die Schönheit haben, ich will das Wunderbare haben, das Bild der Rose. Auch hier wieder drei Klänge. Wenn ich die A-Dur-Sonate für Violine zitiere, die macht... Auch hier dieses Jubelnde. Dann kommen unglaubliche Arpeggien. Sie werden sehen, das donnert wie in einem Violinkonzert. Ich habe versucht, da mit meiner Kollegin, Madame Yamaha, das Ganze zu bewältigen. Es ist nämlich nicht ganz ohne. Wir wollen schauen mal, was hier passiert. Wohl Rosen brechen, wenn mich gleich die Dornen stechen. Ich will doch wohl Rosen brechen, wenn mich gleich die Dornen stechen. Ich will doch wohl Rosen brechen, wenn mich gleich jetzt Dornen stechen. Ich will doch bald Rosen brechen, wenn mich gleich jetzt Dornen brechen. Ja, bravo, Lady. Ja. Ah, brav, so brav, so brav. So. Haben Sie es gehört? Verminderten Septakkord. Gleich jetzt. Oh, eine Vermollung. Im zweiten Teil ist es dann ganz anders. Denn ich bin der Zuversicht. Moll, etwas schwermütig. Und nachher, das Min, das mein Bitten und mein Fliehen, Gott gewiss zu Herzen geben. Und am Schluss sogar fast wie in einer Passion, das mein Bitten und mein Fliehen, Gott gewiss zu Herzen gehen. Und dann wieder das rauschende, jubilierende Violinkonzert. Ich glaube, das sind die rauschenden Rosen, die wir hier hören. Und Karl hat Ihnen da eine schöne Geschichte zu erzählen. Es ist so, wir können die Rosen nicht ohne die Dornen haben. Die christliche Existenz ist offenbar davon geprägt, auch für die frommsten Menschen. Es ist bereits dem heiligen Gallus so gegangen. Sie kennen die Geschichte, wie er da in die Steinachtobel hinaufkam, ins Dorngestrüpp geriet und hinstürzte und dann natürlich nicht etwa ein wüstes Wort ausrief, er war ja ein frommer Mann. Da weißt du nicht. Sondern er hat gesagt, das ist ein guter Ort, da bleibe ich. Und wenn Sie nachlesen wollen, Handschrift 1430 in der Stiftsbibliothek St. Gallen, hat Pater Basil Balthasar zur Geschichte der Abtei geschrieben über Sancti Galli Requies, die
Ruhestätte des heiligen Gallus, nämlich Semper in spinis et numquam sine rosis. Auf Deutsch, immer in den Dornen, aber nie ohne Rosen. So ist es mit unserem Leben. Eine wunderbare Geschichte. Und diesen Kodex müssten wir uns einmal dann anschauen gehen, gell, miteinander. Im Nummer 3 wird ja dann ein Choral in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Wir könnten ihn uns auch vornehmen auf der Seite 6, von den Sopranstimmen gesungen. Und was der ewig gütig Gott in seinem Wort versprochen hat, geschworen bei seinem Namen, das hält und gibt er gewiss für wahr. Der helf uns zu der Engelschar durch Jesum Christum. Amen. Dass wir ihn besser erkennen, würde ich vorschlagen, dass wir doch Zeile für Zeile miteinander anschauen. Und was der ewig gütig Gott. Ich lade Sie herzlich ein, mir nachzusingen. Und was der ewig gütig Gott. Jetzt kommt die zweite Zeile mit dem gleichen Melodieversikel. In seinem Wort versprochen hat. Mit dieser kleinen Veränderung. Also zuerst die Quinte, auch hier sehr dreiklangsbetont. Jetzt ein bisschen ausführlicher. Und jetzt die Antwort. Geschworen bei seinem Namen, das hält und gibt er gewiss für wahr. Wiederholung. Der helf uns zu dir, Christum. Amen. Schönes Nachspiel, gell? Habe ich schön gemacht, gell? Grüße an Johann Sebastian Bach. Nun kommt der Heidenheiland. Das war ein Zitat. Drum selbst drum nicht stinkt in diesem Moment. Karl, ich habe zwei Fragen an dich. Der ewig gütig Gott, das ist klar, von dem geht man aus. Aber hier heißt es, in seinem Wort versprochen hat und geschworen bei seinem Namen. Was ist dieses Wort? Ist das einfach die Bibel gemeint oder ein bestimmtes Wort? Es ist tatsächlich sein Wort gemeint. Und zwar klingt hier ein Psalm an, der nicht nur hier, sondern gleichsam durch die ganze Kantate irgendwie immer durchschimmert. Ein Satz aus dem 33. Psalm, wörtlich übersetzt, lauter ist das Wort Gottes und auf sein ganzes Tun ist Verlass. Luther hat das ein bisschen anders übersetzt. Er schreibt, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Dieser Gedanke zieht sich auch durch die anderen Nummern irgendwie durch. Auf dieses Wort, das, was er mein versprochen hat, dem kann man trauen. Wir kennen ja verschiedene Arten der Choralbearbeitung. Denken wir an den Schlusschoral, wäre es ein vierstimmiger Satz, wie zum Beispiel in folgender Art und Weise, wie ich ihn improvisiere. Und was der ewig gütig Gott in seinem Wort versprochen hat. Oder wir hätten einen Eingangschor, dass wir... Gütig Gott
dieser Art und Weise natürlich mit den vier anderen Stimmen, die vielleicht und was der Redige irgendeine Plage für die armen Tenöre. Sie haben sicher auch dazumals geflucht über die schweren, aber bedeutungsschweren Koloraturen. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe mir dann auch noch überlegt, Karl, was hat das mit den Engeln zu tun in diesem Choraltext? Ja, das kommt so, wenn man einfach nur eine Strophe auswählt und dann die anderen nicht kennt. Das passiert manchmal den Pfarrern, wenn sie ungeschickt die Strophen auswählen nach der Predigt. Das Lied hat etwa 14, 15 Strophen. Es fängt an mit dem Heilandsruf: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann entwickelt es verschiedene Gedanken über das Leben der Menschen und vor allem auch über seine Fehler und Mängel. Und die drei letzten Strophen handeln davon, dass alle Menschen, ob hoch oder niedrig, arm oder reich, einmal sterben müssen. Und als letzte Strophe folgt dann diese. Und ist hier also natürlich gedacht an die Ewigkeit, an den Himmel. Wir erinnern uns an ein Wort Jesu, als er diskutierte mit den Sadduzäern, wie das eigentlich sei mit der Auferstehung, wo man dann dort auch noch wieder heirate und verheiratet werde und sterbe und so weiter. Und dann sagt Jesus: Nein, ihr versteht nicht, ihr kommt da gar nicht raus. Dort im Himmel sind die Verstorbenen wie die Engel des Himmels und wie Kinder Gottes. Daran ist hier gedacht. Also ein Ausblick auf die Ewigkeit. Und ich könnte mir vorstellen, hier bin ich natürlich wiederum im spekulativen Bereich, dass diese Drehfiguren der Oboen, es sind zwei Oboe d'Amores, in einem Triosatz mit dem Continuo. Diese das Engelschlagen, das Flügelschlagen der Engel darstellen könnte. In diesem Kanon. Und dann selige Sechsten und selige Terzen und lockende Synkopen, herrliche Überlegati und dann die Sopranstimme sehr tief gesetzt. Und was dir aber es hat noch was anderes. Am Anfang haben wir dieses Jam, Pam. Und nachher sogar in der Bassgruppe Jam, 2, 3, 4, 5, 6, Jam. Und dann haben wir plötzlich Folgendes in der Bassgruppe. Di, Lam, Din, Tam, Di, Lam, Din, Tam, Di, 2, 3, Orgelpunkt. Und dann nochmals ein Orgelpunkt. Di, Dim, 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 Dim. Wiederum bestätigende Elemente, wiederum Dreiklangselemente. Und das finde ich so fantastisch in dieser Kantate. Lauter Bestätigungen, nämlich diese Angst, die du vorhin am Anfang formuliert hast. Stimmt denn das mit diesem Matterhorn von einem Jesuswort? Alles wird euch erfüllt. Die Evidenz ist ja meistens eben genau nicht so. Wir warten oder wir hoffen vergeblich. Und hier ist es wieder, ich bestätige euch auf diese Art und Weise. Ich möchte das versuchen, auch wieder mit meiner Kollegin zusammen zu bewältigen. Oh,
Auch hier wiederum ein ganz anderes Stück Musik. Und da merkt man den Musikdramaturgen Johann Sebastian Bach. Denken Sie nochmals. Die Pantera, da, di, di, di. Zu Beginn und nachher. Und jetzt ja. Und dann nachher bei vier ein kleines, giftiges, aber klares und zum Lob führendes Rezitativ. Charles, please. Ja. Gott macht es nicht gleich wie die Welt, die viel verspricht und wenig hält. Man könnte fast auf die falsche Fährte kommen, was damit gemeint ist. Es steckt natürlich ein Jesuswort dahinter, auch aus den Abschiedsreden Jesu, wo es heißt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Also nicht das, was man sonst so unter Frieden versteht. Und das, was er zusagt, muss geschehen, dass man daran kann seine Lust und Freude sehen. Auch dort in den Abschiedsreden sagt Jesus einmal, ich bin gekommen, dass ihr Freude habt, das Leben in ganzer Fülle und Freude habt. Das ist mein Wille. Und das kommt natürlich auch in verschiedenen anderen Bibelstellen zum Ausdruck, wenn Sie an die Psalmen denken. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht und so weiter. Und das wird entsprechend nun auch vorgetragen. Wir haben die Welt, die verspricht, aber nicht hält. Hier den Lamento-Bass. Wir kennen den aus Hunderten von Kompositionen. Zum Beispiel so. Singen wir mit. Na, na. Behalten Sie das im Ohr und in der Kehle. Gott macht es nicht gleich wie die Welt, die viel verspricht und wenig hält. Ah, das geht so durch. Und so, ja, ich, das ist selbstverständlich, dass ich richte. Ja, ich habe Ihren Wunsch gehört. So, ja. Also, großartig, wie der Komponist hier natürlich die Lust auch hat, kompositorisch das zum Ausdruck zu bringen. Hier die Welt tief versetzt in Moll, viel verspricht, verminderter und ein verschobener. Das sind Stellen, die uns in der Ausübung immer sehr herausfordern. Es ist schwer zu singen und schwer darzustellen. Das interessiert Bach nicht, weil er sagt, das, was ich zum Ausdruck bringen will, ist auf diese Art und Weise sehr trefflich zum Ausdruck gebracht. Und darum nimmt man es ihm ab. Nachher kehrt er natürlich um. Denn was er zusagt, muss geschehen, dass man daran kann seine Lust und Freude sehen. Und wir sind in der Grundtonart E-Dur wieder angekommen und es folgt die letzte Arie des Tenors, begleitet vom Streichorchester. Gott hilft gewiss. Ja, und wird die Hilfe gleich aufgeschoben, wird sie doch drum nicht aufgehoben. Der alte Spruch, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ist für mich aus Schülerzeit eher mit negativen Erfahrungen verbunden. Genau. Ich könnte fast sagen, der alte Spruch, schon die alten Römer haben, aber das wäre jetzt übertrieben, aber immerhin, es gibt einen Herrn Arnobius, den Jüngeren, der hat um 450 herum in seinem Kommentar zum Psalm 36 genau das geschrieben auf Lateinisch, quod defertur non auffertur. Also es wird wohl stimmen müssen, aber sicher in der Optik unter der Regie Gottes. Gott hilft gewiss, wie es dann am Schluss dieser Arie heißt, denn Gottes Wort bezeiget dies, Gott hilft gewiss. Wenn wir die Vertonung hören,
Gott hilft gewiss, Gott hilft gewiss, wird gleich die Hilfe aufgeschoben. Die Musik spricht etwas anderes. Sie sagt nicht, ach Gott, es ist aufgeschoben, sondern sie ist gewiss, dass es so kommt. Unser Tenor hat nachgezählt, wie viel Mal lässt Bach dieses Gott hilft gewiss erschallen. Hier glaube ich jetzt nun wirklich an eine Zahlenidee von Bach, nämlich es ist die Zahl 14. Wenn man die Buchstaben Johann Sebastian Bach zusammenzählt, nein, den Bach zusammenzählt, B mit 2, A mit 1, C mit 3 und H mit etc. etc., gibt es dann zusammen 14. Eine Zahl, die wir immer wieder finden im Bachschen Werk. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich hier jetzt selber eigentlich ins Zentrum des Geschehens setzt und sagt, ich möchte mein Glaubensbekenntnis hier mit dieser Zahl 14 darstellen. In einer wundervoll heiteren Musik, die Sie bei Eduard finden. Wiederum drei Klänge en masse. Und es geht weiter. Ganz alleine der Tenor. Gott hilft gewiss. Und es ist nicht die Oberstimme, sondern die Bassstimme, welche mitspricht, nämlich folgendes. Gott hilft gewiss. Sie hören. Tenor singt. Gott hilft gewiss. Gott hilft gewiss. Gott hilft gewiss, Gott hilft gewiss und gleich die Hilfe geschoben. Zwei Worte noch zum Ritornell, also das, was Sie bei Eduard finden. Hier die dreiklangs betonte zweite und Bratsche. Jetzt ein Freudenmotiv, das von unten sich wiederholt und sich nach oben schwingt und in der Begeisterung kaum aufhören kann zu singen. Eine sehr zarte, differenzierte Mittelstelle. Und jetzt die Schlusssteigerung. Also geht Bach einen Weg. Er könnte ja hier die Gelegenheit nehmen, dieses Aufgeschobene wieder darzustellen in einem B-Teil. Aber hier heißt es auch wieder, denn Gottes Wort bezeiget dies, Gottes Wort bezeiget dies, Gott hilft gewiss. Es wird eigentlich jetzt an einem anderen Punkt wieder geredet und überzeugend geredet. Und das überzeugt mich ja bei dieser Kantate so sehr, wie von der Matterhorn-Ebene der Glaubensgewissheit des Johannesevangeliums alle diese Zweifel auf ganz verschiedenste Art und Weise zu Bildern zusammengestellt wird. Und wir jetzt ankommen zum Choral, der ja eigentlich die Zusammenfassung des Kantatentextes darstellt. Wir haben letzthin im März ja die Kantate, es ist das Heil uns kommen hier auf dem Programm gehabt und das ist eine Strophe, die dort auch vorkommt. Ja, du sagst richtig, das ist wirklich die Zusammenfassung, besser könnte man es fast nicht sagen. Die Hoffnung kann warten auf die rechte Zeit, dass das sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Es wird geschehen, zu unserer Freude. Gott setzt keinen Termin, aber wenn er es will, dann kommt es. Denn er weiß, wann es am besten ist. Er überlistet oder betrügt uns nicht. Und darum können wir ihm vertrauen. Das ist in dieser Choralstrophe ganz trefflich zusammengefasst, wie ein zusammenfassendes Votum am Schluss der Kantate.
wollen wir nicht miteinander, weil wir schon mit Singen begonnen haben, mit Singen enden. Sie kennen ja den Choral noch von März her oder sonst. Und diejenigen, die sagen, jetzt habe ich genug gesungen, sie können sich freuen, Wein gibt es ja dann, um die Kehle dann wieder zu netzen und Moschbröckli etc., um sich stärken vor der Aufführung. Aber ich spiele Ihnen doch nochmals den Choral vor, Sie werden sich erinnern. Die Hoffnung war für rechte Zeit, was Gottes Wort zu sagen, wenn das geschehen soll zur Freud, setzt Gott kein gewisse Tage. Heute Morgen, das möchte ich Ihnen schon noch erzählen, ich gehe jedes Jahr in die Kantonsschule Trogen. Ich berichte von den Kantaten und die Lehrerschaft kommt mit. Diesmal habe ich sie gebeten, diesen Choral zu lernen. Und sie haben den Choral gelernt und am Schluss der Hauptprobe sagte ich, so Freunde, jetzt alle auf die Bühne. Und dann haben sie mit dem Orchester der Johann Sebastian Bach Stiftung und dem Chor und den Solisten diesen Choral gesungen. Und ich glaube, das wird ihnen bleiben. In diesem Sinne lade ich Sie auch herzlich ein, halt die Rudolf-Lutzsche Singstunde mit theologischen, mit theologischen Gedanken unseres Great Old Charles zu beenden. Die Hoffnung war der rechten Zeit, was Gottes Wort zu Vielen Dank.